Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute muss ich euch etwas unglaublich Fantastisches vorstellen. Auf jeden Fall hat mich das so sehr fasziniert, dass ich mir gedacht habe, da muss ich zumindest mal ein kurzes Video zu machen, das auch auf YouTube läuft, damit eben genau hier meine Gaming- und vor allen Dingen meine Skyrim-Freunde mitbekommen, was ich jetzt hier Unglaubliches erhalten und gezeichnet bekommen habe. Und zwar hat Jenny Harder mir folgendes Artwork im Skyrim-Design auf den Leib geschneidert. Ja, Jenny ist Konzeptartist und Illustrator und arbeitet als Freelancer für Daedalic Entertainment. Das sind wieder genau diejenigen, die zum Beispiel Spiele machen wie Chaos of Deponia oder Etna bricht aus. Eben diese ganzen Spiele aus dem deutschen Lande, die der gute Herr Gronkh ganz gerne mal Let's Played. Und daher für mich quasi nochmal eine doppelte Ehre. Und ich habe das wirklich so dermaßen gefeiert, als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe und als sie sich bereit erklärt habt, hier mir ein solches Artwork zu zeichnen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das musst du den Leuten über YouTube auch auf jeden Fall nochmal nahe bringen. Ich hatte das schon auf meiner Facebook-Seite gepostet. Man kann sich das da auch in etwas Größe angucken. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo mal zum Download in vollem Umfang und voller Pracht anbiete, falls da jemand von euch Interesse dran haben sollte. Ich wollte es aber auf jeden Fall mal gezeigt haben. Und was mir ganz gut gefallen würde, ich werde die gute Frau Harder unten drunter in der Videobeschreibung eben verlinken. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst ihr doch mal einen schönen Gruß da oder liked ihre Facebook-Seite. Damit würdet ihr helfen und quasi, ja, ich fände das halt super, weil ich finde es halt mega stark, dass sie das hier gemacht hat. Ja, was natürlich einfach fabelhaft ist, ist dieser gesamte Grundaufbau, mich dann selber mit in dieses Skyrim-Artwork mit einzufügen, mit den beiden Charakteren, mit denen ich im Moment Dragonborn Let's Playe, mir noch die Witcher-Klamotten zu verpassen und naja, eben mein Kopf wurde auch noch mit reingezeichnet und das ist so dermaßen fantastisch, also ich finde dafür keine Worte. Wenn man das Ganze hier vom Nahen betrachtet, dann sieht man auch, dass das wirklich halt, ja, gezeichnet und gemalt ist. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie das funktioniert mit so einem Grafiktablett. Wir hatten zunächst vor, dass das Ganze ja bei der Entstehung mitgefilmt wird. Das hat aber wohl nicht so gut funktioniert, weil sie das Ganze eben an zwei Monitoren gleichzeitig bearbeitet, wodurch das Aufzeichnen mit Fraps oder ähnlichen Programmen wohl nicht so richtig funktionierte. Sonst hätte es hier an dieser Stelle noch ein Making-of dazu gegeben. Aber ich finde, wenn man das Ganze hier sich in groß anschaut und von nahen sieht, dann kann man auch einfach sehen, wie geil und wie genial das geworden ist. Und ich finde immer noch, ich flippe immer noch jedes Mal vollkommen aus, wenn ich das sehe. Und ich kann einfach nur sagen, absolut hundertfachen, doppelten Mega-Respekt vor diesem Können, vor dieser Zeichnung. Ich möchte mich auch mit diesem Video an dieser Stelle einfach recht, recht herzlich bedanken und einfach nochmal sagen, wie gut mir das Ganze gefällt. Ja, und zum Abschluss seid natürlich wieder ihr gefragt, denn ich würde gerne von euch wissen, und das könnt ihr dann gerne in die Videokommentare posten, was ihr vom Sirius in Skyrim Artwork von Jenny Harder so haltet. Ich sag an dieser Stelle ganz einfach wie immer recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!